Hallo, hallo. Kann man mich hören? Mein Name ist Erik. Manche mögen mich vielleicht kennen unter einem bestimmten Künstlernamen. Erik Schmerig. Ja, das bin ich. Und ja, ihr werdet euch wundern, hä? Was ist denn das jetzt hier? Was soll denn das? Was labert denn der hier für einen Scheiß? Und wieso macht denn der das? Ja, ich hab mir halt mal gedacht, so, keine Ahnung, ich hab so mal jetzt so in den letzten Monaten, würde ich sagen, angefangen halt so Podcasts zu hören. So von Rocket Beans TV, falls jemand kennt. Ja, und ich finde das halt einfach nur cool. So dieses Gelaber. Finde ich irgendwie, kann man voll sich gut gönnen. Und ja, und ich habe mir halt mal so gedacht, ich hätte irgendwie mal Lust, selber sowas zu machen, so, und einfach zu labern über allen möglichen Scheiß. So, und das dann halt irgendwo hochzuladen. Eigentlich größtenteils so für mich selber, weil ich es einfach cool finde. Ja, und deswegen ich habe schon oft drüber nachgedacht, halt wirklich das zu machen, so schon seit Wochen, seit Monaten. Ey, ja, los, das mache ich mal, habe ich voll Bock drauf. Und, aber irgendwie, immer wenn ich dann so die Möglichkeit hatte, ich musste halt bei mir in der Wohnung sein, und weil da der ganze Stuff ist, mit dem ich das halt machen kann. Und weil ich da auch die Zeit habe, und ich hatte halt auch schon oft die Zeit, so hier zu Hause, habe gechillt und hätte das schon oft machen können, aber irgendwie habe ich mir dann doch gedacht, naja, irgendwie doch keine Lust, so. Ja, aber heute ist der Tag, wo ich das alles mal gemacht habe, so. Also es hängt halt mit einer gewissen Aufwendigkeit zu tun, und muss halt das Mikrofon hinstellen und auf Aufnahme drücken. Und ja, mein Bildschirm hier nehme ich noch auf mit Windows 10, ist das direkt so mit verankert, dass man das machen kann. Und ja, heute ist der Tag, wo es einfach passiert ist. Es ist jetzt gerade 21.44 Uhr an einem, was haben wir heute? Donnerstag. Und ja, ich bin gerade so vor 10 Minuten ungefähr nach Hause gekommen. Also beziehungsweise, ich habe halt wieder heute ziemlich lang gepennt, so, hatte nichts zu tun. Und so bis 14 Uhr oder so. Jedenfalls habe ich halt ziemlich viel hier gechillt, zu Hause. Und habe immer wieder so, also habe mir auch mal was zu essen geholt und gegessen, bla bla, gechillt, bla bla, dies, das und so, den ganzen Shit. Und habe halt immer wieder so nach draußen geguckt. Eigentlich hätte ich Bock rauszugehen, weil es schon nices Wetter, so. Aber ja, ich habe es halt auch irgendwie genossen, hier einfach drinnen zu chillen mit schönen Fenster auf und übelst schöne frische Luft hier drin. Und einfach hier drinnen ein bisschen vom Computer zu chillen. Aber also ja, das habe ich halt gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann so, wie spät war es, so um 6, um 7, habe ich gedacht, ich muss jetzt nochmal raus. Dann habe ich meine Sachen gepackt. Bin raus, erstmal hier im Städtchen, im kleinen Städtchen, wo ich bin, in den Park, an den Schwanteich, und mich einfach hingehockt. Da ein bisschen gesessen, ein bisschen gechillt. Einfach die Natur genossen. Ja, und da saß ich so da. Hab halt wirklich nur so der Natur gelauscht. Es waren noch andere Leute im Park, ein bisschen weiter weg, die haben halt
da gegrillt und halt so gelabert, bla bla. Es waren schon einige. Aber ich habe halt ein bisschen heute abseits gesessen. Und ja, habe einfach gesessen, wie gesagt. Und aber halt ohne Musik zu hören, weil ich habe jetzt, sonst bin ich immer eigentlich immer, wenn ich aus dem Haus gegangen bin, mit Kopfhörern auf und Musik gehört. Aber heute, also in letzter Zeit, mache ich es halt eher weniger, wenn ich so spazieren bin, auch im Wald, halt einfach ohne Kopfhörer, weil es irgendwie, es hat so was Philosophisches, keine Ahnung, weil wenn man halt keine so viele Eindrücke von außen hat, so Musik halt zum Beispiel, mit Musik, ist man halt in der Musik, wenn man die Musik hört. Man denkt dabei halt auch viel nach. Aber ich finde, wenn man halt komplett ohne Musik einfach langläuft, da denkt man nochmal über viel mehr Shit nach so und nimmt viel mehr wahr, was so abgeht um sich. Das finde ich halt irgendwie cool. Und deswegen saß ich heute auch nur schwanteilig ohne Musik und habe halt so die Enten gackern. Sag mal das? Enten? Das Quack-Quack? Nee, Nack-Nack. Von den Enten gelauscht. Und halt, na gut, ich habe halt dann zwangsweise noch die anderen Leute da gehört, die hatten noch Musik ein bisschen an. Aber auch nicht allzu laut. Ja. Und da war ich dann auf jeden Fall da. Und hab mir dann so überlegt, was mach ich denn heute Abend noch? Weil es war auch niemand da, so, mit dem ich noch chillen könnte, so, den ich kannte. Und zu den Leuten hatte ich auch keine Lust hinzugehen. Ja, dann bin ich schon wieder nach Hause gegangen, schön gemütlich spaziert nach Hause. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, ey, wenn ich jetzt hier komme, dann mache ich einfach mal so ein Podcast-Ding. Ja, und so sitze ich hier, um diese Story mal zu Ende zu bringen, so sitze ich hier und nehme diesen Podcast, nenne ich es jetzt einfach Podcast auf, weil es halt so gelabert ist. Ja. Genau, und hier, falls ihr euch schon die ganze Zeit wundert, was ist denn das, was zeigt denn der hier? Ja, das ist so Chilled Crew, Chilled Cow. Den habe ich gestern oder was, nee, heute sogar entdeckt, einfach so, wurde mir angezeigt, so ein Livestream, wo einfach so ein bisschen Mucke halt kommt, so. So ganz entspannte Mucke, also zum Relaxen und zum Lernen und so, aber halt auch zum Quatschen, wie man sieht. Und hier geht's voll ab. Ich weiß gar nicht, ob ich das so zeigen kann. Ich gebe einfach mal bei Google schöner Podcast Hintergrund Images. Oh, hier, ist sogar von Rocket Beans, oder? Ja, das ist Donny von Rocket Beans und die anderen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die auch von Rocket Beans sind oder nicht, aber der hier, das ist Donny, das ist ein nicer Boy, auf jeden Fall. Rocket Beans sucht ich momentan, also ich gucke mir alles mögliche von Rocket Beans TV an, habe ziemlich viele coole Formate. Ja, aber naja. Was soll it? Ja, was kann man noch so sagen? Es ist wieder warm. Also ist es schon seit ein paar Tagen, noch nicht ganz. Also, ja, ungefähr um die ein, zwei Wochen, seitdem ist es wieder warm. Und das ist geil wie Sau. Das ist optimal, super klasse. Ich mache einfach mal von zurück zu den Wurzeln. Da gibt es bestimmt schöne Bilder. Ja, sind das hier? Nee, was ist denn das jetzt hier? Ich will das doch nur. Oh! Ich raste aus. Warte, ich mach's so.
wird und das immer gedingst. Na, ist ja auch egal. Lass mal das einfach so. Ja, was wollte ich sagen? Geiles Wetter, wie man es hier auf dem Bild sieht. Ja, und es ist halt so, man hat sich halt übelst gefreut, so die ganze Zeit. Oh, man hat Bock auf das warme Wetter, also jetzt bei mir war es so. Und dann war es immer wieder scheiße, manchmal wurde es warm, dann war es wieder scheiße. Und dann war es halt einfach warm. Und dann blieb es halt einfach warm. Und das war dann halt auf einen Tag und dann war es dann halt einfach warm. Und das ist so geil. Kurze Hosen, T-Shirt, fertig. Geil. Und was mir persönlich sehr wichtig ist, ist meine Legoland-Mütze. Die ziehe ich immer an, wenn es warm ist, also immer so Frühling, Sommer, bisschen noch in den Herbst rein. Ja, das ist so meine, das ist so ein Indikator für geiles Wetter, kann man sagen. Weil die ist cool. Diese Mütze, die ist cool. Meiner Meinung nach meine Lieblingsmütze und die ist einfach geil. Ja. Aber was nützt es, übers Wetter zu reden? Weil das ist ja nun eine Sache, die man nun nicht ändern kann. Aber man kann sich ja drüber freuen, warum denn nicht? Ja. So. Was jetzt vielleicht noch eine kleine Info für die Leute, die Erik Schmerik folgen. Ich war heute sogar ganz produktiv, was das angeht. Ne, gestern und heute. Gestern und heute habe ich so ich. Wie viel habe ich auf? Ich glaube, 3 Lieder habe ich gemacht. Ich hatte irgendwie voll Bock, so ein bisschen Musik zu machen. Das von gestern. Das vom 6.4. habe ich eins gemacht. Das ist schon 6 Tage her. Ja, 2 gestern und eins heute. Ja. Das ist schon mal nice. Also finde ich auch cool. Also eins ist natürlich unter anderem, wer das Video gesehen hat von Erik Schmerik. Wo es ums Cola-Lied ging. Das Cola-Lied habe ich auch neu aufgenommen. Ja, und läuft. Mal gucken, wann die nächste Lustwelle kommt von mir. Weil manchmal kommt, ach scheiße, du denkst so, denk ich mir so, ja, nö. Kein Bock so, aber gestern und vorgestern, gestern, heute zum Beispiel, da hab ich schon gedacht, ja lol, klar, mach ich, zack. Und da kamen halt auch coole Sachen zusammen. Aber ist ja auch nicht weiter wichtig. Es ist immer wichtig, dass man Spaß dran hat. Wenn ich merke so, also manchmal so, ich spiele Gitarre und singe so, aber denke mir so, irgendwie, weiß nicht, fehlt da der Trieb so, der Drang irgendwie, die Freude. Und ich will so, sinnlos, ja. Brauche ich auch nicht, also ist das auch kein cooles Lied dann, ist ja? Es war wirklich schon so, ich muss da wirklich Spaß dran haben und das nicht machen, weil ich es halt machen muss. Weil es manchmal denke ich mir so, ich hätte schon Bock, jetzt mal das neue Album rauszubringen, weil es einfach cool ist. So, und also das klingt jetzt bescheuert, aber du müsst, es ist Ich sehe mich selber nicht als Musiker, so im direkten Sinn, einfach nur als Typen, der irgendwelche Scheiße aufnimmt aus Langeweile und das dann online stellt und dann so tut, als wäre ein großer Musiker. So. Weil ich es dann einfach lustig finde. Ja, und deswegen kann man das schon so betiteln. Jetzt habe ich den Faden verloren.
ja, dass man halt manchmal denke, oh, ich müsste jetzt, habe jetzt eigentlich Bock, mal was Neues rauszubringen, ich muss jetzt mal was Neues machen. Und wenn das dann so losgeht, dann ist es eigentlich schon scheiße. Weil, keine Ahnung, dann ist halt wirklich so, ich muss halt wirklich Bock haben, so, ich muss nicht denken, ich will jetzt was machen, ich muss jetzt was machen. Da habe ich mir gedacht, nee, ich muss denken, oh, gerade voll Bock, Gitarre zu spielen, ein paar Akkorde, dann fallen mir irgendwelche lustigen Worte dazu ein und dann singe ich dazu und dann, nach, oder in den, dann ist es meistens so, merke ich so, Alter, das ist ja schon ganz geil so. Also könnte man schon ein cooles Lied verpacken irgendwie in irgendeiner abstrusen Art und Weise. Dann nehme ich dann mein, unterbreche ich kurz, nehme mein Handy, drücke auf Aufnahme und fange nochmal von, also spiele nochmal das, was ich gerade so gespielt habe, aus der Lust heraus einfach, ohne irgendwie irgendeinen anderen Hintergedanken. So. Ja. Und der Hintergedanke kommt dann halt mit dem Spielen, weil man merkt, es ist geil. Ja. Genau. So ist es. So viel dazu. Aber ich will diesen Podcast eigentlich gar nicht so dazu nutzen, nur über Erik Schmerik zu reden, wie es aussieht. Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ich wollte es jetzt nur mal als kurze Info immer mal einbringen. Falls die Leute sich fragen, was habe ich jetzt schon wieder übelst eingebildet klingt, aber so ist es nicht, meine Freunde. Schönes Lied. Ja, es soll eigentlich um Themen gehen, über die ich aber Bock habe zu reden. Oder was ist ein Thema? Es soll auch keine festen Themen haben, über die ich rede. Einfach, wenn ich Bock habe zu labern, dann labere ich halt über allen Scheiß, der mir gerade einfällt. Ich hatte jetzt die letzten Tage auch immer so, boah, so, darüber könnte ich auch übelst lange labern und so, über das Thema. Aber, ja, das ist halt schon oft. Aber jetzt, wie zum Beispiel jetzt, weiß ich das alles gar nicht mehr so richtig. Irgendwann fällt es mir dann wieder ein und dann, ja. Ich muss halt das Glück haben, dass ich das so noch weiß, wenn ich dann wirklich mal eine Aufnahme mache. Ja. Genau. Gucken wir hier mal noch ein paar Bilder an. Zurück zu den Wurzeln. Echt nices Festival, muss ich sagen. Absoluter Himmel. Es ist wirklich Frieden auf Erden, dieses Festival. Ich guck mal, oder, ups, jetzt bin ich gerade ans Stativ gekommen vom Microphone Festival 2017, da war ich nämlich da. Hier, das ist sehr cool, dieser Spruch fände ich sehr nice. Oh, hier. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Schöne Leute, schöner Sonnenuntergang, schöne Zelte. Einfach nice. Hier hinten ist dann das Festivalgelände. Da so. Und hier im Wald halt noch ein. Optimal geil. Oder ist hier das Festivalgelände? Ich glaube hier. Genau, hier jetzt rein. Ja, und dieses Jahr geht es auch wieder dahin. Schon ein nices Festival wäre so auf Techno. Also ziemlich vieles Elektronisches, aber auch halt, es sind auch ab und zu spielt auch eine Band so in so einer Bühne auf dem Markt. Also es ist eigentlich wirklich, wer Bock auf. Also natürlich von Vorteil immer Techno, Goa und so, da gibt es auch Disco. Und Hardtech gibt's auch und dieser soll es auch Reggae geben und Drum Bass und all diesen Shit. Ja, und wer denen das gefällt, der kann ja, das ist auf jeden Fall was für den, das ist auch eher klein gehalten. Aber ich will ja gar nicht so viel Werbung machen. Das soll nicht der Inhalt dieses Podcasts sein. Ich wollte es auf jeden Fall nur mal ehren, dieses Festival, weil es halt wirklich geil ist. No. Hier, Facebook. No.
Ja, was ich. Weiß ich gar nicht mehr so richtig, was ich labern soll. Ich glaube, ich chill jetzt noch ein bisschen. Ich bin am Überlegen. Also, ich bin ja großer Helge Schneider-Fan. Und ich habe jetzt von zu Hause die DVD-Box von Helge Schneider mitgebracht. So 00 Schneider, Praxis Dr. Hasenbein und Texas drauf sind. Also, es sind Filme von Helge Schneider, wer es nicht wissen sollte. Einer von denen gucke ich, habe Bock auf 00 Schneider, das sind schon nice Filme. Also wirklich, also für Helge Schneider Filme sind das nice Filme. Wer kein Helge Schneider Fan ist, der für den ist das, glaube ich, der absolute Langeweile. Weil es ist halt einfach Helge Schneider. Absolut genial. Vor allem 00 Schneider. Also ich habe schon Bock, aber so ein Film, ich weiß nicht, alleine Filme bin ich nicht so der Typ. Ich gucke Filme eigentlich immer lieber mit anderen Leuten zusammen. Weil man dann so diesen direkten Austausch hat, die direkte Konversation. Und ich kann ja mal kurz gucken. Und ja, aber ich habe halt schon Bock. Ja, das ist ja nur der Schneider. Ich habe halt schon Bock, den zu schauen. Aber ich hatte doch Bock, irgendwas anderes zu schauen auf YouTube einfach. Ich guck da gerade Rocket BCV. Also Rocket BCV immer. Gibt's eigentlich immer was zu schauen. Aber ich will mal kurz gucken. Nur eine Schneider. Einfahrt. Die Szene ist der absolute. Ist absolut geil einfach nur. Nehmen wir die. Hä? Moment. Die Aufnahme wurde gerade beendet. Oder? Nee. Lol. Okay, ich war verwirrt. Geil, erster Fehler bei der ersten Aufnahme gleich standen. Also, nachdem ich gesagt habe, ich war verwirrt, habe ich die Aufnahme neu gestartet von dem Bildschirm. Ja, und dabei, als ich dann die Aufnahme gestartet habe, hat die Tonaufnahme gestoppt. Aber ich habe mir dann halt nur halt dieses Video noch angeguckt von Helge Schneider. Das kann ich ja mal in die Videobeschreibung packen, falls es jemand interessiert. Das ist halt, wie er einparkt im 00 Schneider Film. Auf jeden Fall geil. Habe jetzt keine Lust, das nochmal so aufzunehmen und nochmal zu gucken, weil macht ja jetzt auch keinen großen Sinn. Wenn euch das interessiert sollte, dann könnt ihr es euch angucken. Bla 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 bla. Habe jetzt keine Lust weiterzureden, deswegen. Ich habe eben schon mal Tschüss gesagt, bevor ich dann gemerkt habe, dass sie es sich gar nicht aufgenommen hat, das Ende. Deswegen sage ich jetzt nochmal Tschüss. Schönen Abend, schönen Tag, schönes Leben. Tschüss.